Herzlich willkommen zu diesem E-Tutorial zur Recherche von Online-Datenbanken. In diesem Tutorial werden Sie erfahren, warum Sie bei Ihrer Literaturrecherche auch Datenbanken einbeziehen sollten, wie Sie Datenbanken finden können, wie der Zugriff auf einzelne Datenbanken erfolgt und welche Bedingungen dabei zu beachten sind, welche weiteren Typen von Datenbanken Ihnen die Universitätsbibliothek zur Verfügung stellt und was Sie machen können, wenn Sie die gewünschte Datenbank nicht finden. Warum sollte ich bei der Literaturrecherche auch Datenbanken einbeziehen? Wahrscheinlich starten Sie Ihre Literaturrecherche im Katalog der Universitätsbibliothek. Im Katalog sind alle Werke verzeichnet, die an der FAU vorhanden sind, sei es online, als Volltext oder gedruckt. Je nach Fach- und Aufgabenstellung kann es für Sie wichtig sein, auch darüber hinaus nach Literatur zu suchen, vor allem nach Aufsätzen. Hier bilden Datenbanken eine erweiterte Recherchemöglichkeit, denn sie weisen Literatur zu bestimmten Themengebieten, zum Teil weltweit, nach. Gerade wenn Sie aktuelle Literatur suchen, ist es sinnvoll, in Datenbanken zu recherchieren, da hier vor allem Aufsätze ausgewertet werden. Zeitschriftenaufsätze und Zeitungsartikel sind meistens aktueller als Bücher zu einem Thema. Fazit: Die Recherche in Datenbanken bietet also einen umfassenderen Überblick über verschiedene Literatur, sei es gedruckt oder elektronisch in Büchern oder Zeitschriften. Wie suche ich nach Datenbanken? Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg bietet über das Datenbankinfosystem, kurz DBIS, Zugriff auf eine Vielzahl wissenschaftlicher Online-Datenbanken aller Fachgebiete. DBIS ist auf der Homepage der Universitätsbibliothek verlinkt. Auf der Startseite der UB befindet sich ein Schnelleinstieg zur Suche nach einer bestimmten Datenbank in DBIS. Weitergehende Informationen und Anleitungen finden Sie unter dem Menüpunkt Recherchieren Datenbanken. Von dort gelangen Sie auch auf die Startseite von DBIS. Die Präsentation der Datenbanken erfolgt in DBIS sortiert nach Fachgruppen oder über eine alphabetische Liste aller Titel. Über einen einfachen Suchschlitz oder eine katalogähnliche Suchmaske können Sie entweder gezielt nach dem Namen einer bestimmten Datenbank suchen oder eine Datenbank zu einem bestimmten Thema finden. In allen Fällen erhalten Sie eine Trefferliste, die die Titel aufführt. Wenn Sie Literatur zu einem Thema der Geowissenschaften suchen, können Sie in der Fachübersicht Geowissenschaften anklicken. Sie erhalten eine Liste der relevanten Datenbanken, die sich mit den Geowissenschaften beschäftigen. Wie greife ich auf einzelne Datenbanken zu? Welche Bedingungen muss ich bei der Verwendung beachten? Klicken Sie auf einen Treffer in der Liste, erhalten Sie in der Detailansicht weiterführende Informationen zur Datenbank. Neben einer Kurzbeschreibung des Inhalts finden Sie hier Anleitungen bzw. Links für den Zugriff. Für viele Datenbanken gibt es YouTube-Videos oder Anleitungen im Internet, die die Suche in der einzelnen Datenbank erklären. Je nach Anbieter sind Zugriff und Nutzung unterschiedlich reglementiert und eventuell an besondere Bedingungen geknüpft. Bitte machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen der Datenbank vertraut, bevor Sie darin recherchieren. DBIS verwendet ein System verschiedener Symbole, das eine grobe Einteilung der Datenbanken nach Zugriffsarten erlaubt. Dieses Symbol wird Ihnen bereits in der Trefferliste angezeigt, sodass Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können. Am Anfang der Liste finden Sie jeweils eine kurze Erklärung zu den Symbolen, beispielsweise, ob Sie die Datenbanken nur im Universitätsnetz oder auch von außerhalb abrufen können. Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Datenbanken, die frei im Internet zugänglich sind, und lizenzierten Datenbanken. Freie Datenbanken sind mit einem grünen F versehen. Hinter allen anderen Symbolen verbergen sich lizenz- bzw. kostenpflichtige Angebote, wobei der Zugriff unterschiedlich geregelt sein kann. Bei Datenbanken mit dem Symbol E etwa brauchen Sie die Login-Daten Ihres Bibliotheksausweises. Wenn Sie als Angehörige der FAU Ihre Literaturrecherche im Katalog und in Datenbanken von einem Gerät außerhalb der Universität durchführen, ist es empfehlenswert, zunächst VPN zu installieren. So können Sie nicht nur auf alle lizenzierten Datenbanken zugreifen, sondern auch die PDFs der darin verzeichneten Aufsätze lesen. Wie Sie VPN auf Ihrem PC bzw. Laptop installieren, erfahren Sie auf den Seiten Online-Zugriff und im E-Tutorial E-Books für FAU-Angehörige. Welche Datenbanktypen gibt es?
Neben verschiedenen Arten von Literaturdatenbanken sind in DBIS noch weitere Datenbanktypen verzeichnet, die für Forschung und Lehre von Bedeutung sein können. Dies umfasst vor allem Fakten- bzw. Statistikdatenbanken wie Statista oder Studien der OECD, Bilddatenbanken wie ArtStore, Volltextdatenbanken und Textkorpora wie dem British National Corpus, Enzyklopädien und andere Nachschlagewerke wie Thesaurus Linguae Latinae, fachübergreifende und fachspezifische Datenbanken. Was mache ich, wenn ich die gewünschte Datenbank nicht finden kann? Wer kann mir weiterhelfen? Sollten Sie bei der Suche nach einer bestimmten Datenbank nicht fündig werden, können Sie versuchen, über die thematische Suche eine äquivalente Datenbank zu finden. Literaturlisten, Statistiken, Bilder und Texte können in mehreren Datenbanken enthalten sein. Weiterführende Hinweise und Tipps zur Suche in Datenbanken finden Sie auf den Seiten der Universitätsbibliothek. Gerne können Sie sich auch an die Online-Auskunft wenden.